Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Perk liest, liebe Tippsleser, liebe, ja, Uli, was wird sonst noch lesen, quasi mehr oder weniger regelmäßig. Danke, dass ich das heute für euch, für Sie machen darf, diese unsere kleine Online-Lesung. Natürlich war man live für lieber gewesen. Nicht? Also ich bin es gewohnt, natürlich mit meinem Publikum zu interagieren bei den Kabarettauftritten. Geht heute leider nicht, aber um ein bisschen den Live-Charakter zu erhalten, ja, weil es ist ja so auch nicht live. Also, weißt, also wann jetzt ich das, also wenn ihr jetzt das hört, so bin ich das längst schon gesagt. Es ist quasi Aufzeichnung. Ja. Aber um den Live-Charakter zu erhalten, werde ich dieses Video nicht schneiden. Nicht? Also wenn ich einen Blödsinn sage, dann ist er heraus. Der bleibt da und ja, ich hoffe, das passt so für euch, für Sie. Ja, apropos euch, Sie, also ich bin es gewohnt von meinen Kabarettprogrammen, dass ich mit meinem Publikum immer per Du bin. Das hat sich bei mir so eingebürgert in den letzten 12 Jahren. Naja, 11, das letzte Jahr kann man nicht rechnen. Und die fragt dann da immer, also wer da vier ist quasi und sagt dann, Satz dafür, dass wir die nächsten 2 Stunden per Du sind. Euch betrifft es ja nicht, wir reden da eh und es sind dann immer Uli da vier. Also, ich kann jetzt nicht fragen. Darum müssen wir es verzeihen, wenn man das Du hier und da ein bisschen außer rutscht. Gell? Ich hoffe, genau, danke, bitte um Nachsicht. Ja, genau, ich darf euch mein aktuelles Buch vorstellen. Also, was heißt aktuell? Das ist mein erstes. genau, das da heißt 21 Tage ohne. Was denn, hat schon mal wer von euch irgendwas 21 Tage lang nicht da? Was zum Beispiel? Bügeln, Fenster putzen, Bungee Jumping. Nein, in meinem Fall, und das wissen Sie natürlich längst, geht es ums Essen. Ich habe 21 Tage lang heilgefastet, auf feste Nahrung verzichtet, drum auch der Untertitel Erlebnisbericht über 3 Wochen Heilfasten. Okay. Ja, und jetzt möchte ich vielleicht beginnen mit dem Rücktext. Das sagt dann immer viel aus. Übrigens, das Buch ist erhältlich in sämtlichen Buchhandlungen, im Perk, beim Frick, beim Pöstenberger. Ja, man kann überall bestellen, nachfragen und auch bei mir online auf meiner Homepage www.der-sacher.at kann man es auch käuflich erwerben. Ist nicht teuer. Genau. Und da steht auf dem Rücktext: Fastentrainer, Kabarettist, Lebenskünstler. Also, das bin quasi ich. Witzig, satirisch, hochgradig unterhaltsam und informativ, so beschreibt Mario Sacher seine 21 Tage ohne feste Nahrung während der Corona-Krise im Frühjahr 2020. Das hätte damals keiner geglaubt, dass man hätte genauso weit sein wie. Nein, wurscht. Abgerundet wird sein Erfahrungsbericht mit Anekdoten aus seinem Leben, fundiertem Fastenwissen sowie Tipps und Rezepten für die Aufbauzeit danach. Sein Credo, Fasten macht frei, Fasten räumt auf in Körper und Geist. Also dieser Text sagt ja schon sehr viel aus. Und ich bin ja, was die wenigsten wissen, neben meinem Hauptberuf als Kabarettist, Moderator und Sprecher, der ja im Moment nicht so viel taugt, bin ich ja auch Fastentrainer. Zwar ein ärztlich geprüfter, sowas gibt es. Ja, also ich begleite Gruppen beim Fasten, beim Heilfasten nach Dr. Buchinger oder auch beim Basenfasten. Du darfst dann schon was essen, aber nur basisch, aber das beschreibe ich auch da drinnen ganz genau. Und ich möchte vielleicht starten jetzt da aus dem Buch mit einem Zitat. Und zwar zitiere ich hier, Hermann Hesse, wer ihn kennt, ja, Hermann Hesse, und der hat in Siddhartha geschrieben. In Siddhartha, ganz genau, hat er geschrieben vor circa 100 Jahren folgenden Satz: Jeder kann zaubern, jeder kann seine Ziele erreichen, wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten kann. Und Fasten ist was irrsinnig Gesundes, gut für unser Immunsystem, wenn man es richtig macht natürlich. Und das wird ja leider jetzt da in Pandemiezeiten viel zu wenig thematisiert, das Immunsystem. Gell? Weil, nicht, also wir früher, wir haben ja noch eins gehabt. Also früher, ich weiß nicht, wie alt jetzt die sind da zu Hause an den Empfangsgeräten. Wer von euch, von Ihnen ist vor 1985 geboren? Oder vor 1980 gar? Nicht? Also
Genau, das ist mehr. Wir haben noch ein Immunsystem gehabt und wir haben auch was da dafür. Ja? Wir waren nur draußen im Dreck und haben nicht und haben sie bewegt. Nicht? Bitte, die heutige Jugend weiß ja gar nicht mehr, wie man Immunsystem schreibt. Gut, das haben wir damals auch nicht gewusst, aber haben wir nicht müssen, weil wir haben eins gehabt. Wir haben gewusst, Immun, Dumun, alles am Mun. Ja? Und ein bisschen, mei, das ist, ich beobachte, wenn es bei einem Kind, wenn die einen kleinen Schmutzfleck auf der Hose haben, ne, dann muss der kleine Schoklot sofort die Hose ausziehen und die Mama muss die Hose in den Waschsalon bringen und dann gibt es sofort eine Ganzkörperdesinfektion. Ja, ne, sind wir froh, dass die Rolling Stones, meine Lieblingsband, beschreibe ich auch da drinnen, dass die alle ihre guten Lieder in die 60er und 70er Jahre geschrieben haben. Weil sonst würde man heute nicht singen, I can get no satisfaction, würde man singen, I can get no disinfection. Ja. Da muss sofort der kleine Schoklot eine halbe Stunde lang die Hände waschen und dabei achtmal den Zauberlehrling aufsagen, rückwärts. Ja. Bitte die Jungen nicht falsch verstehen, wir haben auch was getan früher für die Hygiene. Also wir haben auch regelmäßig Hände gewaschen. Jeden Samstag. Ja, Samstag war immer bei uns, war, also die Erwachsenen haben Bonn da, gell, und wir haben Hände gewaschen. Das war, weil Thomas gesagt, es Kinder schwitzt eh nicht so viel zusammen, vielleicht tut sie das Hände waschen. Und dann ist die Badwanne in die Sturm reingekommen, also damals in Sandl noch, wo ich die ersten Lebensjahre verbracht habe. Und dann haben alle Bonn da, also nicht nur in derselben Badewanne, sondern auch im gleichen Wasser. Nicht? Zuerst waren immer Mama, Papa, dann Oma, Opa und am Schluss dann der Uropa. Weil der war damals schon immer ganz dicht, also da ist dann der Spiegel immer ein bisschen gestiegen. Auch leichte Verfärbungen. Ne? Und alle waren gesund. Ne? Das war noch nicht ein bisschen eine dreckige Hosen bei uns, das war Standard. Ja, bei uns hast du meistens von lauter Dreck die Hosen gar nicht gesehen. Ja? Den hat man dann immer so ein bisschen auf Nacht eindrecken lassen, den Dreck, nicht? In die Hosen. Und dann hat man es auf Nacht ausgezogen, die Hosen, hat es neben das Nachtkastl hingestellt und am nächsten Tag bist du wieder reingesprungen in die Hosen, ohne Anlauf. Weil wir haben auch noch Kraft gehabt vorher. Wir sind ja noch, bitte, wir sind noch, wenn ich da so zurückdenke, wir sind noch, weil wir jetzt wieder so einen Wintereinbruch haben, wir sind mit den Ski runtergefahren und zu Fuß aufgegangen. Mit 11 Jahren oder 10 Jahren. Wenn du heute so einen 11-Jährigen sagst, der muss, nachdem er mit den Ski runtergefahren ist, zu Fuß wieder aufgehen. Der googelt so lang oder sucht so lang in sein Handy um und darum, bis dass er irgendeine Studie findet, die besagt, dass das Bergaufgehen für 11-Jährige gesundheitsschädigend ist. Und glaubt mir's, wenn du lang genug im Internet einmal da surfst, dass du eine Studie findest. Weil es hat sicher irgendwo irgendeinen Obergescheiden gegeben, der lang genug studiert hat, damit er so einen Scheiß reinschreiben kann. Und es gibt so immer Studien und eine Statistik. Nicht? Man muss es noch richtig interpretieren oder wurscht. Das ist, und wenn wir Skifahren waren früher, in einem Skigebiet, ja, dann war das oberste Credo, wir müssen die Liftkarten ausnutzen. Ja, da ist gefahren, wenn von 8 Uhr der Früh bis 4 Uhr Nachmittag ohne Pause geausend haben wir bei einem Lift gefahren. Ja, auch ohne Klopause. Nicht? War damals auch gar nicht gegangen. Kluge, weil damals waren, wer das noch weiß, die Overalls so in. Also dieser Ganzkörperkondome quasi. Und da hast du gar nicht aufs Kluge gehen. Nicht? Da ist ja im Overall ist alles, was du während des Tages, was der Körper hergeben hat, ob jetzt flüssig oder gasförmig ist, so ist drinnen bleiben. Das war gar nicht gegangen. Nicht? Und wenn wir dann am 3 Nachmittag so fertig waren und uns die Haxen so weh haben, dass wir nicht mehr gehen haben, dann haben wir noch müssen, damit wir die Liftkarten ausnutzen, noch eine Stunde lang mit dem Sessellift auf und anfahren. Und wenn wir in einem Skigebiet waren, wo es keinen Sessellift gegeben hat, dann mit dem Schlepplift. Da haben wir mehr ein Immunsystem gehabt. Nicht? Für uns war Hausarrest nur straff. Heute ist es eine Belohnung. Nicht? Aber das ist nur ein kurzer Exkurs. Also es wird auch ein Kabarettprogramm geben mit demselben Titel, 21 Tage ohne, das ist gerade in Arbeit. Ja, und jetzt möchte ich da mit dem Vorlesen beginnen. Also übrigens, das Vorwort hat geschrieben Gerhard Hinterkörner aus Schwertberg, wer ihn kennt, genau. Der hat jetzt, da gibt es auch diese Plattform, ist diese Movement 21 mit sehr super Texten drinnen, kann man sich auch schon im Internet sehr bewusst. Und jetzt ganz neu, was auch zum Thema passt, hat jetzt die Plattform ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Hermann Neuburger, das ist der vom, wo man nicht Leberkasse sagen darf, I Mind My Food. Schaut euch das an im Internet, I Mind My Food, kann man sich anmelden zum Newsletter. Kostet nichts und super Geschichten über Ernährung, über die Wichtigkeit der Ernährung, übers Brot und so weiter. Also ganz was Tolles. Ja, und ich möchte jetzt beginnen. Ich habe da nochmal so Überschrift geschrieben. Warum Fasten? Wie kommt man auf die Idee, 21 Tage lang auf feste Nahrung zu verzichten?
Warum tut man sowas? Diese Frage wird und wurde mir Dutzende, ja wahrscheinlich schon hunderte Male gestellt. In allen Lebenslagen. Klar geht dir das irgendwann auf den Wecker, doch die Neugierde ist verständlich, weil viele Menschen sich eine längere Nahrungskarenz einfach nicht vorstellen können. Und so hat mir der eine oder andere Mitbürger schon mal einen festen Boscher oder auch Clasher unterstellt bzw. angedichtet, was ich erstens nicht bestreite und zweitens ja oft auch gar nicht schadet. Auf den folgenden Seiten versuche ich ein bisschen Licht ins Fastendunkel zu bringen. Und wenn es mir gelingt, den einen oder anderen vom Heilfasten auch zu überzeugen, es müssen ja nicht gleich 21 Tage sein, eine regelmäßige Fastenwoche mit 6 reinen Verzichttagen reicht auch, dann habe ich mein Ziel erreicht. Also soweit der Einstieg. Es ist dann in Tagebuchform geschrieben, diese 21 Tage, auch immer wieder dann untermalt eben von Wissenskapiteln über den lehrbuchmäßigen Einstieg ins Heilfasten, über die Begleitdinge, die man da machen muss, Öl ziehen, Leberwickel, Einlauf, Basenfasten, Intervallfasten habe ich ein Kapitel drinnen und so weiter und so fort. Und natürlich auch über die Geschichte des Fastens. Das darf ich auch kurz anschneiden. Ohne die Fähigkeit, längere Phasen ohne Nahrung zu überleben, gäbe es uns Menschen gar nicht. Unsere Gene sind entstanden zu Zeiten, wo es natürlich war, einmal nichts zu essen. Erst seit 2 oder 3 Generationen leben wir in einer Überflussgesellschaft. Bereits um 400 vor Christi hat der griechische Arzt Hippokrates die wundersame Heilkraft des Fastens gelobt. Wer stark, gesund und jung bleiben will, heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. 40 Tage und 40 Nächte hat der Prophet Moses auf dem Berg Sinai auf Nahrung verzichtet. Fasten gibt es im Judentum, im Christentum, bei den Muslimen und bei den Buddhisten. Dr. Otto Buchinger, nachdem er auch das Fasten macht, er hat gelebt von 1878 bis 1966, der Begründer des medizinischen Heilfastens, war ein deutscher Militärarzt mit Hang zur Naturheilkunde. Nach einer Mandelentzündung im Jahr 1917 plagte ihn eine schmerzhafte Arthritis. Mit Hilfe einer 19-tägigen Fastenkur heilte er sich davon. Und da hat er ihm da weitergeforscht, das beschreibe ich dann auch noch ganz genau. Und dann gibt es da noch ein Kapitel Fasten aus gesundheitlicher Sicht und da möchte ich nur ein Zitat vorlesen und zwar zitiere ich hier den Professor Dr. Andreas Michalsen, der ist seines Zeichens Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Naturheilkunde am Emanuel Krankenhaus in Berlin sowie Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité in Berlin. Und der sagt, es ist unglaublich, was wir da für einen Schlüssel in der Hand haben, nämlich das Fasten, der es schafft, mit einer Maßnahme so viele Organe in Richtung Gesundheit zu bewegen. Und ja, das ist dann auch natürlich jedoch genauer ausgeführt, was man dann mit Fasten wirklich dann tatsächlich heilen kann und wie es da mit den Präventionsmaßnahmen aussieht und so weiter und so fort. Ja, und dann ist das Ganze geschrieben in Tagebuchform und ich darf vielleicht so einen Tag herausgreifen aus meinen 21 ohne Nahrung. Tag 9, Samstag, 30. Mai 2020, Gewicht 73,9 Kilogramm. Ich habe übrigens, ich habe mit 80,8 begonnen und dann mit 70,3 aufgehört, wo ist genau dokumentiert. Luna, meine Katze, weckt mich um 8 Uhr. Danach das übliche Prozedere. Öl ziehen und Fitnessprogramm. Ich beschließe, mir noch einmal einen Einlauf zu machen. Ich komme drauf, dass die Zitronen aus sind. Zitronen, ganz was Wichtiges beim Fasten. Also Zitronen ins Wasser einpressen oder in den Tee. Verstoffwechselt rein basisch, unterstützt beim Fasten. Nur zur Info. Also ich komme drauf, dass die Zitronen aus sind. Also begebe ich mich in den heimischen Sparmarkt, wo, wie es eben so ist, heute am Pfingstsamstag die Hölle los ist. Ich bin noch beim Parkplatz suchen, da läuft schon eine ortsbekannte, wohlgenährte Dame auf mich zu und plärrt. Steig aus einmal, ich möchte die ganzen. So lang fasten, ja sag, geht dir da gar nix an? Isst du da wirklich gar nix? Während ich mich aus dem Auto schäle, versuche ich zu antworten, aber
komme nicht dazu, denn sie legt sofort nach. Mei, du wirst ja schon komplett gar. Na, das kann nicht gesund sein. Zum Abschluss dann der Standardsatz, den ich schon gefühlte 17.000 Mal gehört habe. Also ich konnte das nicht. Auch im Markt drinnen scheinen so ziemlich alle über mein Vorhaben unterrichtet zu sein. Warum gehst du denn einkaufen? Du tust ja fasten. Bekomme ich einige Male zu hören mit einem hämischen Lachen hinterher. Manche Mitmenschen sind allerdings wirklich interessiert und ich beantworte geduldig ihre Fragen über das Heilfasten. Endlich wieder zu Hause mache ich mir einen schönen Nachmittag. Zur Erklärung, an diesem Pfingstwochenende ist nach 2-3 Monaten Lockdown zum ersten Mal meine Familie nicht zu Hause gewesen, nachdem 3 Monate lang alle miteinander haben waren und die sind zu den Schwiegereltern ins Innviertel gefahren, also ich war alleine daheim. Hunger verspüre ich absolut keinen, nur der Gusto führt mich manchmal gedanklich in Versuchung. Einmal ertappe ich mich sogar bei einem Blick in den Kühlschrank. Böser Junge. Dann unternehme ich einen ausgedehnten Spaziergang, treffe Bernhard, Freund von mir, und wir plaudern über unsere ausschweifende Grillsause vor 9 Tagen, also vor dem Fasten, was dazu führt, dass mir wieder ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft. Ui, ui, ui. Wieder daheim muss mir mein Nachbar schließlich das Leben retten. Nach einem Saunaaufguss gehe ich, wie immer, vom Überdachten in den freien Terrassenbereich und schließe, wie immer, die Glastür hinter mir, damit die Kälte draußen bleibt. Als ich wieder reingehen will, geht die Tür nicht mehr auf. Verfluchter Scheiß. Das Schloss ist eingerastet, was noch nie passiert ist. Einzig mit einem rosaroten Mini-Handtuch um die Leibesmitte stehe ich bei rund 12 Grad Celsius draußen und kann nicht mehr hinein. Erschwerend kommt hinzu, dass sich unsere Terrasse im ersten Stock befindet. Natürlich habe ich auch kein Handy dabei. Was soll ich bloß tun? Ich schreie in Richtung unserer westlichen Nachbar. Glas! 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 Es ist 9 Uhr abends, nichts und niemand rührt sich. Das ist wahrscheinlich der einzige Nachteil, wenn man in einer ruhigen, dünn besiedelten Gegend wohnt. Ich setze meine Brüllerei Richtung unseres nördlichen Anrainers fort. Quo! 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 Die hören auch nichts. Schon langsam kommt so etwas wie Panik in mir auf. Ich überlege schon runterzuspringen, aber von der Balkonbrüstung bis zum Boden sind es fast 4 Meter. Für einen fastenden, nackten und frierenden Künstler ein bisschen viel. Kann das Schicksal so grausam sein? Ich meine, jetzt waren 3 Monate lang alle Familienmitglieder den ganzen Tag zu Hause und noch nie, nie, nie ist dabei das Türschloss außen von selbst eingerastet. Und genau heute, wo ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten allein hier bin, macht sich dieses verdammte Schloss selbstständig. Ich überlege weiter. Ja, selbst wenn einer der Nachbarn zu Hilfe käme, er könnte ja gar nicht ins Haus herein. Die untere Eingangstür ist zugesperrt und die Haustür kann man nur mit dem Fingerprint passieren. Nachbarsfinger passen aber definitiv nicht und ich kann mir auch nicht einfach so mir nix, dir nix einen Finger abschneiden und hinunterwerfen. Habe außerdem gar kein Messer dabei. Inzwischen rufe ich keinen Namen mehr, sondern schreie lauthals. Hilfe! Hilfe! Hallo! Hört mich jemand? Meine immer deprimierter werdenden Schreie unterstütze ich körpersprachlich mit hysterischem Händefuchteln vor und über meinem Kopf. Dass ich dabei mehrmals das Handtuch verliere, registriere ich nur nebenbei. Dann das Glück. Gott sei Dank ist Hilde, unsere nördliche Nachbarin, gerade im Begriff, die Jalousien zu schließen. Und erblickt mich. Endlich! Mario, was ist denn? Unglaublich erleichtert erläutere ich ihr meine Misere und sie holt ihren Mann Karl vom Fernseher weg. Und der beschreibt meine Lage sehr treffend und staubtrocken, wie es seine Art ist, mit 3 Wörtern. Nachbar in Not. Schließlich birgt er mich mit einer Ausziehleiter vom Balkon. Hoffentlich hat mich, samt rosarotem Handtuch, beim Hinunterkraxeln niemand gesehen. Um den Preis des einen oder anderen hopfenhaltigen Kaltgetränks in der Halbliterflasche verspricht Karl über den Vorfall zu schweigen. Gute Nacht. Ja, das war so ein so Tag in meinem Fasten. In meinen 21 Fastentagen.
Genau, dann gehen wir da weiter im Buch. Genau, und da ist jetzt, also natürlich hat meine Familie da nebenbei natürlich ganz normal gelebt, wenn sie daheim waren, und haben auch ganz normal gegessen. Und ich war, das beschreibe ich dann auch ganz genau, an einem Tag, nämlich am 16. Fastentag, also nach 16 Tagen oder 15 Tagen ohne feste Nahrung, war ich Skifahren am Kitzsteinhorn. Und dann bin ich da auf die Nacht heimgekommen und wir haben Gäste eingeladen gehabt. Und ja, folgendes. Am Abend haben wir gute Freunde eingeladen. Uschi und Mario mit Töchterlein Sarah, die mit Magdalena, also meiner Tochter, zur Schule geht. Wie ich es befürchtet hatte, hat sich Doris, also meine Frau, was die Kulinarik betrifft, mächtig ins Zeug gelegt. Da ist sie einfach unschlagbar. Sie kann nicht nur unglaublich gut kochen, sondern versteht es, auch die Speisen perfekt anzurichten. Die kalte Platte sieht unfassbar gut aus und duftet auch so. Da musst du jetzt durch, selber schuld, zwinkert mir Uschi beim Biss in ein selbstgemachtes Baguette, bestrichen mit selbstgemachter Lachscreme, zu. Ich gehe erstmal duschen. Die drei genießen auch Sekt, Wein und den von unseren Gästen mitgebrachten Martini. Einmal tauche ich meinen Zeigefinger kurz in Rotwein ein und berühre damit die Zunge. Dann schlürfe ich wieder meine Buttermilch, die darf man nämlich beim Pfosten trinken, und mein Wasser. Tee kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Auch wenn ich anfangs etwas unentspannt war, entwickelt sich ein super Abend. Und nach 2 Stunden ist es mir völlig wurscht, was die Leute neben mir so alles zu sich nehmen. Nur einmal werde ich noch kurzfristig schwach. Und zwar in dem Augenblick, als Soletti und geröstete Cashewskerne aufgetragen werden. Aber auch das stecke ich weg. Das nennt man wohl Verzicht. Bin richtig stolz auf mich. Um 2 Uhr morgens verabschieden sich unsere Gäste. Interessanterweise brauche ich relativ lang, um einzuschlafen. Doris ist dank Martini gleich weg. Ja, es sind dann auch ein paar so, wie soll ich sagen, Geschichten aus meinem Leben drinnen. Nicht nur ein paar, sondern ein paar. Und eine davon möchte ich euch nicht vorenthalten, auch bei dieser Online-Lesung. Eine ganz kurze Sache. 2013 durfte ich die Pre-Show bei der Eröffnungszeremonie bei der Ski-WM in Schladming vor 25.000 Besuchern im Planeistadion moderieren. Bei der Hauptshow war ich dann der Stadionsprecher aus dem Off. Damals durfte ich bei der Aftershow-Party den Wolfall, also Wolfgang Ambros, der auch auftrat, wie könnte es anders sein, Skifahren zum Besten gab, kennenlernen. Burle, geh mal eine rauchen, knurrte er mich an und zog dann eine Tüte aus seiner Jackentasche. Burgersdorfer Seitan. Ist gut, magst auch? Da ich mit solchen Dingen null Erfahrung hatte, lehnte ich dankend ab und blieb lieber bei meinen Gouloir. Damals habe ich noch geraucht, heute nicht mehr. Nun, das muss man sich einmal vorstellen. Wir gehen vom VIP-Bereich raus vor die Glastür. Luftlinie 5 Meter von uns entfernt steht so ziemlich alles, was in unserer Republik Rang und Namen hat, samt dem damaligen Bundeskanzler Werner Faymann und ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, und Wolfgang Ambros macht sich einen Joint warm. Unglaublich. Das nennt man wohl Eier haben. Wirklich so passiert. Ja, und der letzte Fastentag, das war dann der Donnerstag, der 11. Juni 2020. Und das ist zufällig auch gewesen der Fronleichnamstag. Und da ist mir dann noch eine Geschichte eingefallen zum Fronleichnamstag und zu diesen Prozessionen, die es da gibt. Jedenfalls, es trug sich zu in den 1970er Jahren. Der Kommandant, auch Vorbeter genannt, also derjenige, der bei der Fronleichnamsprozession den Ton angibt, hatte seinerzeit in Sandl eine eher monotone Stimme. Anders gesagt, es gelang ihm selten bis nie, Stimmung in den Menschenzug zu bringen, um es vorsichtig auszudrücken. Und da konnte es schon passieren, dass der eine oder andere Teilnehmer mit seinen Gedanken etwas abdriftete vom Allerheiligsten. Der Prozessionszug ging damals auch über Güterwege und passierte ein kleines Türchen, ein Gatter, beziehungsweise einen Gattern, auf Mühlviertlerisch Godern, ne, wer das kennt, genannt, der wahrscheinlich dazu diente, die Reisefreiheit von diversem Rindvieh einzuschränken.
Jedenfalls, die Polonaise war voll am Laufen, die textlichen Rollen waren verteilt, der Kommandant sagte irgendeinen männlichen Vornamen und setzte jeweils ein Heiliger davor. Frauen, mit Ausnahme der Gottesmutter, waren ja damals noch nicht heilig. Ist das heute schon anders? Weiß ich nicht. Aber wurscht. Und die Menge hatte mit einem Bitt für uns zu erwidern. In etwa so. Heiliger Johannes, bitt für uns. Heiliger Sebastian, bitt für uns. Heiliger Paulus, bitt für uns. Und so weiter und so fort. Als der gesamte Schlauch besagten Godern, also den Gattern, passiert hatte, sagte der Vorbeter im gleichen Tonfall wie immer, der Letzte macht den Godern zu, worauf die Menge automatisch antwortete, bitt für uns. Ein paar Augenblicke später stolperte der Gute über eine Baumwurzel, worauf ihm, im gleichen Tonfall wie immer, ein verdammte Wurzen entfuhr, was die Prozessierenden kaum tangierte, denn sie quittierten den Fluch wieder nur mit einem Bild für uns. Wahre Geschichte. Ja, und so ist eben das Buch aufgebaut, mit Wissenskapiteln, Anekdoten, also alle, die es bisher gelesen haben, alle fünf, es sind schon mehrere hundert, es habe ich sehr, sehr viel positives Feedback, dass es sehr schön zu lesen ist und auch für einen Laien den Einstieg ins Fasten oder das Wissen über das Fasten erweitert quasi und einfach, dass es einfach amüsant zu lesen ist. Am Schluss dann, wie gesagt, sind noch Rezepte drinnen für die Aufbauzeit danach. Würde mich freuen. Ein paar Fotos sind auch noch herin, genau, Kitzsteinhorn vom Skifahren, vom ersten Biss in den Apfel und so weiter. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen. Es wird auch ein gleichnamiges Kabarettprogramm geben, da werde ich aber nicht das Buch vorlesen, das ist ganz was anderes dann. Würde mich freuen, wenn wir uns da mal sehen, würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere das Buch kauft. Wie gesagt, online, www.der-sacher.at. Oder eben in den Fachgeschäften beim Frick, beim Bösenberger im Berg oder wo auch immer. Die können es dann auch bei mir bestellen. Ich sage danke an Bergliest, danke an Tipps, danke an alle, die mich da beim Buch unterstützt haben. Nochmal beim Gerhard Hinterkörner mit seiner Movement 21 und der Plattform I Mind My Food. Schaut da bitte am Ende, schaut euch das an und wünsche euch weiterhin alles Gute. Das Wichtigste, bewegt euch, das was fürs Immunsystem. Bleibt gesund.